heute musikalisch ist, der schlägt sich auch durchs Leben. Musik erfreut das Menschenherz, ihr gilt mein ganzes Streben. So ein Instrument stimmt uns stets froh, erheitert ernste Mienen. Man kann damit sehr vieles Geld ganz spielend leicht verdienen. Jawohl, ich bin ein großes Genie. Ich bin nämlich ein Musikus vom Kopf bis zum Fuß. Nur ich bin überhaupt gleich musikalisch auf die Welt gekommen. Wie ich das Licht der Welt erblickte, da spielte gerade vor unserem Hause ein Orgelmann das schöne Lied. Siehste nicht da Kinder? Und da war ich da. Nur wir waren zu Hause 12 Geschwister. Das heißt eigentlich 13. Aber eins hatte Götze gefressen. Nur meine ganze Familie ist musikalisch. Ein Bruder habe ich, der singt Bass. Also ich sage Ihnen, ein Bass singt der, das brummt nur so, wenn der singt. Ja, der wurde mal in Waldheim engagiert, da brummt er heute noch. Ich bin ja nur der musikalischste von der ganzen Bande. Ich war neulich einmal auf dem Konservatorium, da habe ich Probe gespielt. Also das war so, ich gehe ins Haus rein, die Treppe rauf, klopfe an, mache auf, gehe rein, ist zu. Wie ich dann eingelassen wurde, da sage ich zu dem Professor, gestatten Sie, dass ich Ihnen eins auf meinen Instrumenten vorspiele. Wie ich nun dann ausgespielt hatte, da klopfte mir der Professor auf die Schulter und sagte, Sie haben Talent, junger Mann, fahren Sie sofort, aber sofort fahren Sie fort mit der Bahn. Nun, das habe ich auch gemacht. Alles, was ich nur so höre, sehe und denke, das drücke ich musikalisch aus. Zum Beispiel, ein Freund von mir, der früher schon an Weib und Wein gewöhnt und deshalb treu dem Spruch gefolgt, wer ausharrt, wird gekrönt, denn traf ich jüngst auf seinem Haupt, glänzt schon der Vollmondschein, da fiel mir, als ich den so sah, sofort das Liedchen ein. Bestellte ich in dem Hotel mir mal ein junges Huhn, weil ich es gar zu gerne ess, dachte ich, das kannst du tun. Es ward auch bald aufgetischt und sah sehr lecker aus, doch als ich an zu essen fing, rief ich voll Schrecken aus.